Hallöchen YouTube, guten Morgen hier von mir. Wir haben es jetzt 7.20 Uhr. Ich komme gerade von einer, nee, ich komme nicht von der LAN-Party, ich war um 5 zu Hause und habe jetzt ungefähr 2 Stunden geschlafen. Bin jetzt aufgewacht und dachte mir, hey, du wolltest ja heute eigentlich noch ein Let's Play Morrowind raushauen. Habe ich eigentlich gesagt, hab, dass ich das gestern aufnehmen wollte, bin ich leider nicht zugekommen, um es dann heute auch raushauen. Stattdessen werde ich das jetzt gleich machen. Ich muss aber vorher natürlich noch, ne, weil ich habe ja meinen Rechner nicht um 5 Uhr morgens aufgebaut, sondern werde das jetzt machen. Und ich dachte mir einfach mal, machst du noch ein Video davor, weil jetzt hast du endlich das Licht und kannst alles machen, wenn du Bock drauf hast. Und ja, das wird jetzt geschehen. Und ich muss noch alles machen. Also ich muss den Rechner aufbauen, ich muss das Mikrofon anschließen, ich muss danach wieder einen Soundcheck machen und alles Mögliche. Das heißt, ich komme wahrscheinlich vor, ja, sagen wir mal 8:30 gar nicht erst zum Zocken. Danach muss ich das Ganze natürlich noch cutten und dann rausrendern und dann hochladen. Ich zähle euch mal kurz die Zeiten auf. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal 1,5 Stunden zocken sollte, 1,5 Stunden zocken, um dann eine 15-Minuten-Folge rauszuschneiden, auch nochmal circa, eigentlich in der Regel 15 Minuten, weil ich mir meistens das Video ganz angucke nebenbei. Und dann die Bearbeitungszeit dazu, sagen wir mal ungefähr eine halbe Stunde. Also 45 Minuten, dann das Rausrendern, ungefähr eine Stunde. Ja, doch. Also für bei 1,5, 2,5, 3 Stunden 15 und dann kommt das Hochladen. Für 15 Minuten, jetzt bei dem neuen Codec, den ich verwende, sind das circa, ja, lass es mal 1,7 GB sein. Das heißt, das Ganze dann hochladen. Dauert wie lange? Oh Gott, bin ich verpeilt gerade, ne? Ich bin immer noch richtig müde, weil nur 2 Stunden gepennt. Das dauert dann auch nochmal 2, 3 Stunden. Das heißt, dann haben wir 3 Stunden 15. Ja, 6, 7, ja, ein ganzer Tag Arbeit halt, ne? Nur für eine Folge Morrowind, damit die irgendwann im Laufe des Tages dann halt jetzt rauskommt. So gegen, ich würde jetzt mal raten, dann 16, 17 Uhr oder sowas in der Richtung. Mal schauen. Auf jeden Fall viel Spaß bei der Folge. Ich habe es jetzt einfach mal davor gehauen, weil ich mir dachte, hey, warum nicht? Und ja, hinterlass doch eine Bewertung am Ende des Videos. Und ich werde das gleich trotzdem auch nochmal anmoderieren. Yay! Also, bis dann. Ciao. Runter, hoch, runter, hoch. Alles klar. Quick save, quick save, quick save Datei. Wird geladen, das liegt daran, dass es keine Restore-Datei gibt. Warum auch immer. Ja. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Morrowind. Nachdem wir ja beim letzten Mal ein bisschen abrupt unterbrochen worden von dem Spiel selber, in dem sich gedacht hat, hey, ich mache einfach mal so einen kleinen Morrowind-Fehler und schalte mich selbst ab, ne? Kennen wir ja zu gut, leider. Ja, jetzt lädt es natürlich gerade nicht. Unpraktisch. Deswegen machen wir jetzt bei der Quicksave-Datei, wie im Lied angekündigt, weiter. Die irgendwie komplett schwarz ist. Ich mach nochmal kurz schnell laden. Kleinen Moment. Was ist da los? Morrowind, hallo? Alles in Ordnung? Lebst du noch? Okay, ich habe jetzt einfach mal ganz kurz. Aber der lädt die Bereiche nicht. Ich habe keine Ahnung. Da komme ich jetzt nicht raus. Okay. Ich habe gerade gar keine Sicht. Vielleicht, wenn ich mal kurz die 7 Meilenstiefel an- und ausziehe. Ah! Oh! Oho! Hallo! Alter Schwede! Was ist denn hier los gerade? Und ich bin auch irgendwie ganz unsichtbar. Ja. Hä? Hat sich die Overhaul-Mod jetzt verabschiedet oder was ist los? Ich lade noch mal kurz neu. Kleinen Moment, Leute. Das nehme ich auf jeden Fall mit rein. Ich starte jetzt nicht nochmal die Aufnahme neu und quatsch nochmal von Anfang an. Also, wenn das jetzt nicht klappt, dann klappt es leider nicht. Dann gucke ich, dass ich vielleicht nochmal die. Okay.
Also nochmal, 7 Meilenstiefel. Normal. Und wir sehen wieder etwas. Da scheint sich jetzt echt die Overhaul-Mod verabschiedet zu haben. Wenn ich jetzt raten müsste. Aber nochmal, ist es weg? Ja, ist weg. Ja, das ist... Hier sieht man, das ist die alte Grafik, ne? Die alten Texturen. Mit plus minus 70% der restlichen Grafik. Alter, was ist da los? Komm, wir spielen einfach so eine Runde. Mal schauen, ob es funktioniert. Und wenn nicht, ich mache jetzt mal ganz kurz nochmal die Ich speichere mal safe. Ich hatte meine Sicherheitsdatei hier, ne? Genau. Hier, die Sicherheitsdatei. Die speichere, lieber speichere ich jetzt mal. Und ich spiele jetzt... Was? Muss ich das jetzt jedes Mal machen? Ja? Okay. Merkwürdig. Ja. Ich glaube... Lass ich das als die Special Deluxe Folge Brokeback Morrowind, obwohl es nichts mit Schwulen zu tun hat, egal. Broken Morrowind, Alter, was geht denn hier ab? Das hatte ich ja noch nie. Habt ihr, also, ihr habt ja, manche Leute, die meine Let's Plays gucken, haben ja bestimmt auch mein Tutorial zur Morrowind Overhaul Mod gesehen. Und da habe ich schon diverse Fehler gehört, womit ich nichts anfangen konnte bis jetzt, dass die überhaupt am Rumspinnen ist. Aber das hier ist jetzt echt ziemlich krass, muss ich sagen. Ich muss mich mal sehr viel leiser stellen anscheinend. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr wisst, was das sein könnte. Und ich werde auch nochmal gucken, dass ich das eventuell... Scheiße. Yes, sir. Du hast kein Gesicht. Also, was hatte ich ja noch nie. Noch nicht mal damals mit einem normalen Morrowind, dass mal irgendwie so ein herber Grafikbug ist. Alter Schwede. Junger Deutscher. Hier siehst du dann gelegentlich noch den Grafikkörper. Ne? Und dann ist er weg. Dann ist er wieder da. Dann ist er wieder weg. Wenn andere Texturen davor liegen oder dahinter, dann sieht man nichts. Und wenn keine Textur im Weg ist... Aha. Aha. Ja. Okay. Nee. Wenn ihr diesen Fehler kennt und das selber auch mal bei der Overhaul-Mod zum Beispiel gehabt habt, guttun werden, keine Ahnung. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare und ob man das irgendwie beheben kann. Ich werde die Folge jetzt einfach, so dämlich, dass sich jetzt auch anhört, aber so wie sie jetzt ist, werde ich die Folge raushauen. Weil, das muss man miterlebt haben, finde ich. Ich sag jetzt nicht danke fürs Zuschauen und großartig oder von wegen, wenn es euch gefallen hat, ne? Weil gefallen kann einem hier eigentlich nicht sehr viel gerade. Ich gebe euch bei der Gelegenheit auch nochmal gleich ein kleines Update. Ich habe ja auch am Anfang des Videos, glaube ich, wenn ich das jetzt mache, nochmal ein kleines Video davor geschnitten. Weiß ich noch nicht genau, deswegen wundert euch nicht, wenn es nicht da sein sollte. Alter. Kleines Update, ich habe einen neuen Monitor. Aber daran kann es jetzt nicht liegen. Ich habe mir einen BenQ-Monitor geholt. Mit einem Tischstativ. Und dazu wird es ein Unboxing geben. Das weiß ich noch nicht, wann es genau rauskommt, weil das muss ich noch schneiden und schauen, wie es dann wird. Aber bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis zur nächsten Aufnahme. Ne? Das ist schneller produziert als gedacht. Vor allem, weil ich jetzt sehr viel später angefangen habe, als ich auch geplant hatte. Ich dachte, ich würde um 9.30 Uhr anfangen mit der Aufnahme. Jetzt haben wir es 12. Hat einfach nicht vorher geklappt, weil ich den Rechner komplett kalibrieren musste wegen dem neuen Monitor und die Kabel neu verlegen und so weiter. Gut, okay. Ja, bis zur nächsten Aufnahme. Haut rein.